Lektion Erfassung einer Lieferung von Behandlungsstoffen. Klicken Sie auf die Gruppe Behandlungsstoffe und danach auf das Menü Lieferung erfassen. Wählen Sie als nächstes den Lieferanten, von dem Sie eine Lieferung erhalten haben, mit einem Doppelklick aus. Für die Erfassung der Lieferung führen Sie einen Doppelklick auf das gelieferte Produkt aus. Eingabetipp: Sollte das gelieferte Produkt nicht in der Artikelübersicht sein, können Sie jetzt diesen neuen Artikel anlegen. Klicken Sie dazu auf das Symbol Neuer Artikel. Erfassen Sie nun die Menge und Anzahl der Chargennummern. Hinweis: Das Kellerbuch verfügt über ein eigenes Chargensystem. Die lückenlose Rückverfolgung ist auch ohne Angaben der Lieferantenchargennummer gewährleistet. Das Feld Anzahl Chargennummer dient ausschließlich zur Erfassung der Lieferantenchargennummer. Wenn Sie zum Beispiel 10 Säcke Zucker kaufen und diese aus 3 verschiedenen Chargennummern bestehen, müssen Sie hier die Zahl 3 eintippen. Sie haben dann in der nächsten Maske die Möglichkeit, die jeweiligen Chargennummern zu erfassen. Erfassen Sie als nächstes die Menge bzw. den Preis, die Chargennummer des Lieferanten und das Ablaufdatum. Klicken Sie als nächstes auf das Symbol Weiter. Zum Schluss erfassen Sie das Belegdatum und die Belegnummer. Beenden Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die OK-Schaltfläche.